die Krisenzeit, in die ihr reingeboren seid, ist nicht so groß, wie ihr denkt. Jetzt kommen die Altmännergeschichten. Als ich junger Mann war, Jüngling war, 60er Jahre, Kennedy-Ermordung, Kuba-Krise, 68er-Bewegung, Martin Luther King ermordet, Gefahr eines zweiten, dritten Weltkrieges, 68er-Bewegung, Mondlandung und dergleichen mehr, war ungleich krisenhafter. Meine Wahrnehmung ist die, dass wir heute Krisen überinterpretieren. Und das große Glück, dass es in Mitteleuropa etwa seit über 60 Jahren keinen Krieg mehr gibt, gar nicht mehr wahrnehmen. Aber ich weiß, wie paradox das ist. Man kann Jugendlichen nicht sagen, Leute, seid gelassen. Es geht euch besser, als ihr denkt. Und die Krisen, die es ganz eindeutig gibt, etwa Krisen auf dem Arbeitsmarkt, nehmt sie als eine Chance. Seid froh, wenn ihr nicht mehr verdammt seid zu einer A13-Laufbahn im öffentlichen Dienst. Aber ich höre mir selbst zu und denke, Jugendliche denken jetzt zurück, der alte Sack hat sein Professorengehalt und dem gut's gut, der hat leicht reden. Das ist eine Kritik, die ich sofort akzeptiere. Aber sie fragen mich ja nach Ratschlägen. Und weil diese alten Sicherheiten weg sind, würde ich sagen, es hilft nichts anderes, als die Unsicherheit als eine Chance zu begreifen, statt nur als eine Zumutung. Sie ist auch eine Zumutung, aber da es sie gibt, nutzt sie als Chance. Wünsche? Ja, so taumlich von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Wirklich der letzte Wunsch wäre, immer noch Wünsche zu haben. Also weg von einem Erfüllungsparadigma zu kommen, sondern ich begehre, also bin ich, als eine Grunderfahrung weiter zu behalten. Der Wunsch ist attraktiver als die Erfüllung des Wunsches.